son œuvre. Donc Marie Hart, de son vrai nom Marie-Anne Hartmann, est née à Bouxwiller en 1856. Et à partir de 1877, elle a commencé à écrire en français un conte pour sa sœur Marguerite, donc Marguerite ou la petite gardeuse d'oie. Et à partir de 1882, elle s'est aussi essayée en allemand, parce qu'en 82, elle s'est mariée avec Alfred Court, un ancien officier württembergeois. Et c'est vrai qu'à l'époque, enfin, c'est ce qu'on dit aussi un petit peu dans cette exposition, justement dans cet espace, c'est qu'à l'époque, en 1882, se marier à un Allemand, c'était très mal vu. Donc les parents étaient contre ce mariage, également les habitants de Bouxwiller qui étaient outrés, enfin, qu'elle se marie avec les ennemis, entre guillemets, bien sûr. Et donc malgré tout, elle n'a pas démordu. Et ils ont dû se marier à Neuwiller-lès-Saverne, parce que le pasteur à Bouxwiller a refusé net. Et après, ils ont un peu voyagé à travers l'Allemagne, l'Alsace, l'Autriche. Et en 1892, est née leur unique fille Charlotte. Et en 1900, à un moment donné, ils n'avaient pas pu vraiment beaucoup de sous. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée de revenir à Bouxwiller, malgré tout ce qui s'était passé, tout ce qui s'était dit quand elle s'est mariée. Et elle a ouvert en fait une pension pour jeunes collégiens, pour avoir une rentrée d'argent. Et en même temps, elle a aussi eu l'idée d'écrire en alsacien cette fois-ci. Donc en parler local de Bouxwiller, aussi un petit peu de Strasbourg, parce que sa grand-mère était strasbourgeoise. Et c'est là qu'a couru la plume sur le papier et a donné naissance à de la prose, des poèmes, mais aussi des pièces de théâtre. Et c'est aussi là qu'elle a eu cette idée de décrire son enfance qu'elle a vécue à Bouxwiller, les personnes qu'elle a connues, les maisons souvent étranges. Pour la petite anecdote, à Bouxwiller, quand on voulait aller dans son grenier, au niveau de certaines maisons, on allait donc au dernier étage de sa maison, sauf qu'on passait chez le voisin. Alors quand ça se passait bien entre les voisins, tout allait bien. Par contre, si les voisins étaient en guerre, ça donnait souvent des histoires assez caustiques. Et c'est ce qu'elle raconte un petit peu dans ses écrits. Donc elle écrira des poèmes, notamment aussi sur le Basse-Vert, donc la colline au-dessus, qui est aussi connue pour ses légendes sorcières. Et elle écrira des pièces de théâtre comme le Stottnock, donc le fou de la ville. Elle a même traduit la barre de Molière en alsacien, ce qui n'est pas évident. Et en 1918, son mari doit quitter l'Alsace, vu qu'il est allemand et que nous, on est nouveau-français. Et elle restera encore jusqu'en juin 1919 à Bouxwiller, où elle continuera à écrire. Mais en juin 1919, elle quittera définitivement Bouxwiller, parce qu'elle ne supporte plus la méchanceté à son égard des habitants de Bouxwiller. Et de toute façon, comme elle s'est mariée à un Allemand, sa carte ne lui permet plus non plus de rester en Alsace. Elle rejoindra donc son mari à Bad Liebenzell, donc en Forêt-Noire, où elle continuera encore à écrire en alsacien. Mais on sent dans ses écrits, lorsqu'on lit ses histoires, ses poèmes, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'amertume. Elle n'arrivera jamais vraiment à digérer tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on a pu lui dire, et cette incompréhension par rapport à ce mariage surtout. Et c'est en 1924 qu'elle décède à Bad Liebenzell, à peine 68 ans. Et voilà, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu le Noël de Marie Hart quand elle était jeune, mais aussi le Noël de Marie Hart pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs le thème de cette exposition. Et là, je vais juste commencer en introduction de la
lecture un poème sur Noël qu'elle a écrit. Ich dort so noch ohne Kummer. Es wird ein wehrlich Angst und Bang. Wie geschwind ist jetzt ein Dorf gegangen und wie sind nächst zu überlang. Man ist betrickt und wird verdrießlich. Im Herzen schläft dann die Hoffnung ein. Wenn's alle will, so finster drüsse, wie kann's nur hell im Inneren sein? Doch, wie's am aller Stock schwarz dunkelste, hört man ein Ton so fein und hell. Geschwind macht man das Fenster auf und horcht. Das Christkindl ist mit seiner Schell. Es kommt in Licht, in Glanz und Schimmer. Sein goldrischer Strahl ums herum. Ist diese Glitzerer, ist diese Flieger. Man steht geblendet, verwirrt und stumm. Nur geht sich hin in unsere Hieser. Bringt uns Freit, lacht uns an. Und sind an alle Donnebeine, viele dösig wie Nordslichter an. Un petit extrait de Usmine Französe, pardon, où elle parle du Noël de 1918. Nachen uske morket, dans mon tessio, gar nix morgen. Kein Bahn und kein Bonbon. Und kein Geschenk und nix. Bei diesen Zeiten fiert man kein Fest. Aber jetzt, macht Vorschläge, wie die Dünn für die Kinder. Übermorgen ist Weihnachten, habe ich zum Jean gesagt. Und gleich gemerkt, es geht ihm gerade für mich. Ich glaube, ich will doch ein kleines Bäumchen kaufen, wird es gemeint. Aber ich habe auch gezweifelt, ob es noch eins kriegen wird. Es hat aber doch noch eins gekriegt, nicht einmal kein so kleines. Und jetzt haben wir jetzt Termin, vor noch fertig zu werden. Ich habe in aller Geschwindigkeit Lebküche gebacken, mit Kunsthonig natürlich, und schon Hirzhirne mit Nussern. Der Otto hat mir eine Stunde lang eines Brittle geriert und nachher die Schüssel ausgeschleckt. Und am letzten Morgen habe ich noch zwei Köhle aufgemacht. Wir haben ja jetzt Weissmehl. Am Tag vor Weihnachten sind wir auch noch überall herumgelaufen, für ein paar Geschenke aufzugabeln. Bei Bastian sind nur noch französische Becher ausgestellt sind. Ich bin aber doch nein und habe gefreut. Haben Sie denn gar keine Becher mehr, Herr Bastian? Doch, ich war noch ein paar Hand. Ganz hinten, aus dem Eck, hat er sie geholt und ich habe Karl Weifert und Otto, das Krähennest von Sliesel, und ein schönes Bilderbüsch vor der Hansele. Nun haben wir den Donnerbaum errichtet. Den Tisch mit den Geschenken rangiert, Pumpo auf den Teller gelegt und am 4. sind wir ganz fertig geworden. Sliesel hat Normin mit den anderen Schulmädchen unter in den Saal gehen. Dort haben die Poilus die Kinder von Bummernet zeigen wollen, wie man Weihnachten feiert. Sie haben aber nicht viel von ihnen gelernt. Denn Gott soll uns beheben, einmal so Weihnachten zu feiern. Der Donnerbaum ist voll tricolore Fäden und tricolore Papier Leben gehängt. Das Liesel meint, sind auch amerikanische und japanische Fäden dran gewesen. Aber kein einziges Licht. Jetzt freue ich mich einmal. Ein Donnerbaum ohne Lichter? Ist denn das ein Weihnachtsbaum? Man sagt, sie finden es zu gefährlich. Sie haben alle viel Angst, es könnte ein Brand geben. Ja, ich denke mal, Marie Haag, wo sie das geschrieben hat, hat sie an ihre Jugend gedacht, in den 60er Jahren. 60er Jahren, natürlich nicht unsere 60er Jahren, 1960, aber 1860. Unsere Weihnachten. Wenn ich an unsere Weihnachten denke, ich kann nichts dafür, ich kriege jedes Mal Heimweh. Das Heimweh nur dem einzigen Klick vom Kind, wie vom Donnerbaum, wie vor dem Donnerbaum steht. 6 Wochen vorher haben schon geheimnisvolle Arbeiten angefangen. Dann für den Bobbe hat man
jedes Mal Pantoffel gesteckt, Mama ein Fischü oder eine Fanschung gehegelt oder ein paar Sticherle gestrickt. Kleine hat Strumpfbändel gestrickt und ein Lass durchgeseimt und Beilbischle gestickt. Und je mehr das Fest gekommen ist, desto öfters sind wir zu unserer guten Freundin Madame Kohler gelaufen, ein strenges Seed, Woll, Canvas oder Stricknudler kaufen. Und desto eifriger haben wir an unsere Surprise geschafft. Für den Papa ist gut gearbeitet. Der hat nie etwas gesehen, wenn man noch so gut bei ihm gesessen ist. Aber die Mama hat ihre Fanschen und Stichen 100 Mal zu sehen gedreht. Und wenn man noch gejammert hat, darüber, hat sie uns gedreht, ich vergesse es schon wieder. In der Schule, in der Salle de Travail, wie der Ramsel Brei, hat auch alles Weihnachtsarbeiten gemacht. Zminus Marie, ein prächtiges Port für die Bus. Dr. Louise, ein Ziehkästchen. Du hättest mit violetten Seide drauf gesteckt. Echte Körper. C-Racht Elise, eine Tafel, aus Canva de Bristol, mit einem gesteckten Bibelspruch und schwarze Krellen. In die Majuskül hätten Mamsel Brei ein paar Goldfäden hingesteckt. Comme c'est simple et distingué, hat sie davon gesagt, dass E-Racht Elise ist ihr Fifi gewesen. Unsere Mimi hat ein bisschen gesteckt. In der Mitte eine große Rose, oben ein Vögel und unten ein Haus. Comme c'est paysan, hat unser Brei dazu gesagt. Wir schaffen so gut. Denn unsere Mimi ist nicht ihr Fifi gewesen. Und jetzt kommst du dran. Das wird Teil, bitte jetzt. Ja. In der Apotheke haben die Leute nur noch gute Sachen geholt. Jede Familie hat auf Weihnachten eine eigene Spezialität gebacken. Madame Ehrhardt hat Pfeffernessel gemacht und der Papa hat ihr dazu gezimmert, Ingwer und Kardamomme stoßen lassen. Tante Louise hat Schenkele gebacken und Rosenwasser dazu geholt. Madame Sonnemann hat eines geredet, denn sie hat die schönste Einsbrüche in hölzerner Form ausgedrückt. Das Bärenwirts hat auch Basler Leckerli gemacht und hat alles dazu bei uns Gericht bekommen, in der Apotheke. Es ist ein allgemeines, freudiges Richter im Vorbereitungssinn. Komischste Leute sind davon angesteckt worden und haben weniger Säure in die Welt geübt. Kinder sind alle hoch in die Luft geküsst und ich habe mal vor Freude einen Tisch umgeworfen. Zwei Tage vor Weihnachten haben wir nicht mehr in die Grande Chambre dürfen. Mama hat alle Hände voll zu tun gehabt. Im ganzen Haus hat es noch frisch gebackene Hirzhirne geschmeckt und noch Leckerli. In der Dämmerung haben wir im Kindsmeidl unsere Weihnachtslieder gesungen, zu Louis Seconde Voix. Das Kindsmeidl und ich ganz falsch. Doch das Mini und das Mathild, die haben schöne Stimmen gehabt. Sie sind hoch aufgekommen und die Glockenhell hat durch uns geschallt. Wenn ich jetzt richtig singe, dann nicht falsch, dann ich sich singen. Freue, freue dich, o Christenheit. Am Abend von Weihnachten hat unsere Tannenbaum seine angezogen werden. An dem Morgen sind wir verwacht mit dem Gedanken, heute ist Weihnachten. Das hat einen Ruck gegeben. Man hat sich noch einmal so geschwind angetan und ist in die Schule gelaufen. Man hat nur noch ein halber Tag ein Nien mehr und kein einziges ist bes gesehen. Selbst im Schulhaus hat es noch Weihnachten gerochen. Denn im Konzertsaal ist ein groß, mächtiger Tannenbaum gerichtet worden für Kinder von der Saldasee. Da haben wir, das nur das, am Dreher, halb Sonntag sich angezogen und unsere Kleine angeführt. Auf der Schwelle vom großen Saal sind wir geblendet stehen geblieben, denn der Tannenbaum hat schon gebrannt und hat seine milde, strahlende Schien auf alle die Kindergesichter geworfen.
Von allen Kreisen sind sie versammelt gewesen. Mamsele sind hin und her gegangen. Und du eins beruhigt, dort eins heiße Nussputzer. Gerechte Eltern sind auf die Bänke an der Wand herumgesessen. Vor dem Tannenbaum ist ein großer Tisch, beladen mit farbigen Päckchen gestanden. Jetzt ist der Pfarrer hurtig reingekommen und hat nach Unmerit angefangen. Zuerst haben Kinder gesungen, stille Nacht. Nur sind ein paar größere Mädchen aus den Bänken raus, haben sich in einer Reihe aufgestellt, eine Defi-Reverence gemacht und das Weihnachtsevangelium hergesagt. Und es waren Hirten bei Bethlehem, die hüteten des Nachts ihre Herden. Was gibt's wohl in der Welt, wo einem so direkt vom Himmel herunterkommen scheint, als die ewig schöne Bibelwort von Kinderstimmen gesprochen unter einem brennenden Tannenbaum? Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, haben die Mädchen zum Schluss gesagt. Und ein paar Augenblick ist alles still. Es ist ein Engel durch die Säule gegangen und hat uns eine Ahnung von der himmlischen Seligkeit gebracht. Der Herr Hurtig hat noch einen kurzen Anspruch gehalten. Herzlich hat er zu den Kindern geredet, vom Jesuskindern, wie in der Krippe gelegen ist. Die haben wohl nicht alles verstanden, was er gesagt hat. Doch haben sie andächtig der Herr Pfarrer angerührt. Denn wie er da gestanden ist, vom Tannenbaum beschienen, mit seinem Schneewiesen hoch und seinem seelengüten Gesicht, da hat er so recht ausgesehen wie ein lieber alter Großpapa, dass alle die kleinen Herzen sich zu ihm gezogen gefühlt haben. Zuletzt ist noch gesungen worden, ihr Kinderlein kommt, und nun ist als Geschenk ins Teil gekommen. Zu zwei und zwei sind Kleine an den Tisch gekommen. Schön, Mamselle, und am Hurtig und ihre Töchter haben ihm jede ein Päckchen Bonbons gegeben und den Armen noch ein Päckchen Kleider. Mit denen sind sie selig stehen in der Schlosshaft. Dort hat man sich ganz verwundert, dass es noch da ist. Man hat gar nicht mehr gewusst, wie man lebt. Und nun sind wir heimgelaufen. Die Freude hat uns fliegen. Es ist ein unruhiges Zuvernessen gehalten worden und man kann noch eine Stunde in der Apothekerstube warten müssen, bis es dunkel ist. Die Stunde ist es so lang gewesen, wie sonst 10. Man hat nicht gedacht, dass man sie erleben wird. Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Und dann waren wir wieder. Qui veut encore du vin chaud? Et Lucas, c'est du vin chaud. Suzanne, oui, exactement. Je transmets. Un euro pièce. Merci.